Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr im Titel erkennen könnt, beziehungsweise euch wahrscheinlich gefragt habt, was ist ein Style Twist? Ihr kennt ja wahrscheinlich meine Videos vom Style Swap, beziehungsweise dieses Format, was ich mit Story Not Fame und Tommy Black schon abgedreht habe zum Beispiel. Hau ich euch gerne unten in die Beschreibung. Da wird auch ein Video mit Paul aka Paul's Gym aus Berlin kommen. Dieses Format ist natürlich extrem cool. Ich liebe das auch, halt eben Outfits, die für mich typisch sind, auf andere zu projizieren, beziehungsweise deren Outfits irgendwie zu verkörpern und da irgendwie mit Leben zu füllen. Aber ich habe mir natürlich jetzt gedacht, dadurch, dass es so schwierig ist, beziehungsweise dass viele Freunde halt einfach in ganz Deutschland verteilt sind oder halt eben auch man sich nicht so oft sehen kann, habe ich mir ein neues Format ausgedacht und das ist nämlich der sogenannte Style Twist, wo es einfach nur darum geht, ein Kleidungsstück beziehungsweise ein Piece aus dem jeweiligen Kleiderschrank ja in seinen Style zu integrieren. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel von einer anderen Person bekomme ich jetzt ein Piece zugeschickt. Das kann ein paar Schuhe sein, das kann eine Hose sein, das kann ein Oberteil sein in Form von T-Shirt, Pulli, Jacke, sonst was. Das können Accessoires sein, das können Caps, Hüte, was auch immer, das können auch Taschen sein und so weiter und so fort. Das heißt, da ist dem Format auf jeden Fall keine Grenze gesetzt, aber dieses eine Piece muss ich dann in mein bestehendes Repertoire an Klamotten irgendwie integrieren, beziehungsweise in meinen Style irgendwie, ja, mit meinem Style irgendwie verbinden. Umgekehrt natürlich auch, sende ich den anderen oder demjenigen, der mir auch was zugesendet hat, ein Piece aus meinem Kleiderschrank zurück. Da muss er halt sehen, wie er dieses Piece aus, was vielleicht für mich typisch ist, in seinen Style irgendwie integriert. Also es ist quasi schon so ein bisschen angelehnt an diese Style-Swap-Geschichte. Es ist aber noch ein bisschen losgelöster, beziehungsweise handelt sich jetzt primär nur um einen Teil, was man so sozusagen austauscht und was ich halt jetzt integrieren muss. Die erste Folge, wie ihr natürlich auch schon wahrscheinlich im Titel erkennen konntet, wird mit dem lieben Willi sein aus Leipzig. Jeder kennt ihn wahrscheinlich. Instagram-Profil ist auf jeden Fall verlinkt. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Und er hat sich bereit erklärt, als Versuchskaninchen für die erste Pilotfolge von Style Twist quasi herzuhalten. Und er hat mir ein kleines Paket geschickt. Das machen wir jetzt zusammen auf. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht geöffnet. Da wird also ein Piece drin sein, was ich dann in meinen Style integrieren werde. Deswegen bin ich umso gespannter, was es ist. Weil als ich ihm die Idee erzählt habe, hat er schon gefeixt und meinte, er hat genau das Richtige für mich, was die mega Herausforderung sein könnte. Deswegen bin ich umso gespannter und wir schauen uns einfach mal rein. Oh je, oh je. Ich hasse ihn. Es ist schon mal ein T-Shirt und es ist von seiner Kooperation mit Lidl. Es ist quasi ein weißes, ja, Basic-Shirt mit einem großen Lidl-Schriftzug drauf und das muss ich jetzt halt irgendwie stylen. Okay, er hat halt sein Versprechen alle Ehre gemacht. Also ich habe jetzt wirklich mit irgendwelchen verrückten Farben gerechnet und sowas, aber nicht mit einem Lidl-Logo. Ja, Lidl lohnt sich. Deswegen, ja, switchen wir jetzt mal in mein Schlafzimmer und ich guck mal, was ich da im Kleiderschrank so finde. So, da ist das gute Stück. Es hat, ja, tolle Farben. Ich meine, Rot und Gelb gefallen mir ziemlich, aber Blau, ich bin absolut kein Blau-Fan und ich habe auch nichts in Blau, deswegen wird das relativ schwierig, aber ich habe mir gedacht, dass ich das Gelb auf jeden Fall wieder aufgreifen werde und dadurch, dass meine Gelbtöne vom Flanell, Jeansjacken und sowas nicht passen, habe ich mich dann für die CK Cap auf jeden Fall entschieden, die, wie ich finde, noch so ein bisschen, es passt eigentlich auch nicht. Ich denke mal, im Gesamtoutfit sieht es dann gar nicht so schlecht aus. Und um das Blau so ein bisschen aufzugreifen, was halt irgendwie noch am meisten vertreten ist, würde ich sagen, dass ich, ja, einen All-Denim-Look mache. Also quasi das Jeanshemd und dann noch eine, ja, Jeanshose. Aber eine dunkle, ne, ich habe keine dunkle. Nehmen wir die. Ich denke mal, das ist so eigentlich ziemlich basic. Ja, und schuhtechnisch habe ich jetzt im Endeffekt zwei Varianten, weil irgendwie nichts
von meinen bisherigen Schuhen irgendwie dazu passt und ich jetzt aber auch ein bisschen es zu langweilig finde, wenn ich jetzt einfach nur schwarze Schuhe zu anziehe. Deswegen habe ich zwei Varianten. Einmal quasi den 1er Jordan, einmal den 4er. Ich glaube 4er. In Kooperation mit Levi's. Passt perfekt zum Denim-Outfit. Und hat auch so ein paar Rotaspekte drin. Ansonsten, wenn wir das Rot noch ein bisschen mehr aufgreifen wollen von dem Logo, dann würde ich halt doch den 1er Jordan nehmen. Aber das ist, beißt sich halt wieder zu sehr, glaube ich, mit dem Gelb, wie ich finde. Aber so ist es ja im Endeffekt auch in dem Logo. Deswegen, ja, ich probiere auf jeden Fall beide mal aus und nehme das Outfit jetzt so mit beiden Schuhen und ihr schreibt mir dann in die Kommentare, welches ihr besser fandet, ob mit den Schuhen oder mit den Schuhen. Ja, das waren auf jeden Fall die zwei Lidl-Outfits. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwo Hashtag Werbung oder Produktplatzierung da irgendwo einblenden muss bei so viel Werbung. Aber da hat mir auf jeden Fall der gute Willi einen ziemlichen Streich gespielt. Und ich habe wirklich mit vielem gerechnet und mir schon einiges ausgemalt. Aber mit dem hat er mich echt überrascht. Und ja, ihr habt die Outfits selber gesehen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches ihr besser fandet. Ob mit den Chicago Jordans oder mit den Levi's Jordans. Nichtsdestotrotz hat jetzt meine Stunde geschlagen und zwar kommt der Zeitpunkt der Rache. Ich habe hier auch so ein kleines Paket fertig gemacht für den Herrn Yveland da in Leipzig und er wird sich dann wahrscheinlich auch sehr freuen über ein gewisses Oberteil, was natürlich für ihn sehr, sehr leicht kombinierbar ist, wie für mich das Lidl-Shirt. Deswegen freut euch da auf jeden Fall auf das Video, was auf seinem Kanal kommt. Unten ist sein Kanal auf jeden Fall verlinkt. Checkt ihn aus, folgt ihm auch auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde.